Hallo, da bin ich wieder. Ich nehme wieder ein Video für euch auf und ihr wolltet mehr und ihr bekommt mehr. Ihr bekommt so viel mehr, wie ihr möchtet. Und ich dachte mir, heute gehen wir am Strand spazieren. Hier haben wir wieder eine Holzplatte. Die ist unbehandelt und ich starte mit dem Himmel. Und da gebe ich erstmal eine dünne Schicht Weiß auf. Jetzt geht's los mit Blau. Sieht eigentlich schon ganz cool so aus. Ich glaube, das lasse ich jetzt sogar erstmal so. Und dann habe ich hier Indigo. Die Horizontlinie, die kannst du auch abkleben oder mit einem Lineal irgendwie ausrichten, hier zum Beispiel. Damit das einigermaßen gerade ist, kannst du dann da an der Linie lang gehen. Warte mal. Mal ausmessen. Das ist 4. Hier ist jetzt das, also muss ich 3,5 machen, siehst du? Also hier oben. Dann nehme ich das Lineal. Setze das an. Und ich gehe an der Kante einmal entlang. Heute wird ein ganz simples Motiv und das verspreche ich dir, das kriegst du auch ganz einfach hin. Wenn es irgendwo klemmt oder wenn du Schwierigkeiten hast, dann frag mich einfach. Wenn ich dir helfen kann, bin ich jederzeit für dich da. So, jetzt geht's schon los. Wenn ich hier so einen schrägen Abschnitt male, dann mag ich es am liebsten, wenn ich das einmal umdrehe. Jetzt habe ich die falsche Farbe geladen. Na egal. So, jetzt gehe ich nochmal in das Weiß. Den Pinsel sauber, lupfe den trocken und gehe in das Weiß rein. Ich drehe das um und dann
entstehen da schon solche Wellen. Und das nehme ich mit. Noch das Leben ins Meer. Hier habe ich einen Dunkelgrau. Das vermische ich jetzt direkt auf der Holzplatte mit Sandfarben. Das ist jetzt noch nicht so wirklich harmonisch, so ich wie mir das wünsche. Da werde ich noch ein bisschen was ausarbeiten. Ich drehe mir das wieder um, gehe in das Weiß hinein. Teile das hier etwas. So. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Du siehst, das ist immer ein Herantasten. Das ist auch nicht mit einem Pinselstrich erledigt. Irgendwie fühle ich mich noch nicht so richtig wohl mit meiner Pinselwahl.
Ich glaube, jetzt habe ich es. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hier ist es jetzt noch ein bisschen zu feucht. Das lasse ich jetzt mal einen Moment da trocknen und widme mich nochmal dem Himmel. Dafür wasche ich den Pinsel nochmal aus. Gehe in das Weiße, noch ein bisschen in das Blau. Das ist ja nicht so schlecht. Jetzt möchte ich hier das noch ein bisschen ausarbeiten, hier am Strand. Und noch ein paar Wasserschlieren hier malen. Hier ist das Wasser auf dem Pinsel.
Jetzt mache ich da noch Schlieren auf das Wasser. Ein bisschen flüssiger die Farbe. Erstens wird die dadurch transparenter und lässt sich auch ein bisschen besser verteilen. Die Wellen hier noch ein bisschen ausarbeiten. Auch dunklere Schlieren. Mehr Wasser, so noch ein bisschen dunkler. Das ist jetzt so eine Mischung hellblau. Gut, wenn das ein bisschen zu wild aussieht, dann kann man da auch noch mal mit dem Pinsel leicht drüber gehen. Noch ein paar Lichtreflexe in der Ferne. Und jetzt werde ich noch ein bisschen die Wellen hier vorne
Natürlichkeit, ein bisschen Action reinbringen. Ja, auch noch ein bisschen. Und hier vorne. Darf auch ruhig noch ein bisschen was passieren. Da reflektiert das Wasser noch ein bisschen auf dem nassen Sand. Hier werde ich ein bisschen heller noch. Ein bisschen mit dem Grau, ein bisschen mit dem Sand. Nur noch ein paar kleine, klitzekleine Schatten rein. Auf die obere Welle auch.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest was mitnehmen. Falls du Fragen hast, stell sie mir gerne in den Kommentaren. Und ich wünsche dir viel Spaß bei allem, was du tust und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Video. Liken, kommentieren, abonnieren natürlich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Deine Anke.